da komme ich mit Pampros drüber. Und hier ist einfach nur ein Weg. Na gut. Schauen wir doch mal. Hier haben wir ein Diktri. Habe ich das schon eigentlich? Diktri habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht kann ich ja eins fangen. Kampf. Hydropumpe war wieder sehr effektiv. Ding. Wenn es überlebt, was es nicht tut, dann hätte ich es jetzt gefangen. So, wir kriegen wieder EP. Das ist schön. Okay, damit hätten wir den Trainer umgehen können. Aber dann kämpfen wir gegen den. Vor dem Bergsteigen muss man immer den Berg und die dortigen Pokémon und Trainer studieren. Gut. Servando. Ja, dann komm mal her, Servando. Ein das war auf jeden Fall. Das bunte Pokémon, was, glaube ich, mal ein Papagei werden wollte, aber es irgendwie nicht ganz geschafft hat. Wäre jetzt so mein... Was ist das für ein Pokémon? Gestein und Flug. Hydropumpe. Okay, sieht halbwegs wirksam aus. So, was kommt als nächstes? Oder kommt überhaupt noch was nächstes? Ein was? Cool, jetzt gucken, was das ist. Ebenfalls Gestein. Dann kämpfen wir weiter. Überbrückung, okay. Dann überbrück du das mal. Ich werde dich trotzdem hydropumpen. Das hätten wir dann wohl besiegt. Bekommen wieder schön EP für das Ganze. Und wir besiegen den Dude. Warum auch nicht? So, dann gehen wir... Da ist wieder der Wegweiser. Das ist schön. Ah, hier geht's raus. Nice. Oh, da können wir durch ein Loch kriechen. Das mache ich mal. Diktri wieder. Cool. Dann kann ich es ja diesmal... Eiszahn stand da ja auch als halbwegs effektiv. Dann muss ich auch nicht noch mehr AP für die Hydropumpe verschwenden. Dann nehme ich nämlich einfach mal Eiszahn. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ich kann das Diktri fangen. Diktri wehrt die Attacke ab. Okay, es hat keine Wirkung. Das heißt, wir haben uns in der ersten Runde einfach nur angestarrt. Soll ja auch mal ganz schön sein. Diktri setzt... Ja, ich versuche es mal zu fangen damit. Vielleicht habe ich ja Glück. Okay, das bricht wieder aus. Schade. Diktri setzt Schaufler ein und vergräbt sich in der Erde. Ja gut, das hilft dann ja wieder nix. Das heißt aber im gleichen Zug auch, dass ich jetzt, egal was ich mache, die Attacke geht daneben, dann kann ich da auch die Zeit nutzen. Ich habe nur noch so einen Top-Äther, ne? Vollständig auf. Ja, hier, dann mache ich mal Hydropumpe wieder voll. Weil deswegen, Schaufler hat ja... Oh Gott. Bitte lass nichts kommen. Noch ein Diktri. Nein, nicht Beutel. Dann nehme ich mal die Hydropumpe. Auf das nervige Diktri hier. Euer Stiesel hat keine Wirkung auf mich. Wollte ich mal anmerken. Na gut, dann das. Ich glaube, ich fliehe jetzt. Weil das dann doch irgendwie nervig war. Da oben ist ein Item. Ah, und eine Trainerin. Na gut. Ja, okay.
Ute fordert mich heraus. Mensch, Ute. Dann? Ein Starmie, okay. Da könnten wir mit Eiszahn entgegenwirken. Unser Bedroher wirkt, das ist schön. Und ich wähle den Eiszahn, der sollte auf jeden Fall... Aua, Juwelenkraft. Oh, sie sieht schön aus, die Attacke hier in dem Spiel. Eiszahn sollte zumindest nicht kommen. Scheinbar ist es doch komplett scheiße, uneffektiv. Was ist Starmie denn für ein Typ? Ich dachte, Eis wäre gegen Wasser jetzt auch gar nicht so kacke. Starmie ist ein Wasser- und Psycho-Pokémon. Dann ist alles nicht so effektiv dagegen, was wir hier mit Garados haben. Okay, Ute ruft Starmie zurück. Und was kommt stattdessen? Ein Vogel. Was bist du für Vogel? Du bist Feuervogel. Dann ist Hydropumpe gegen dich gar nicht so verkehrt. Akrobatik, gut. Au, 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 au. Ja, wehr die Attacke halt ab. Ich brauche einen Hypertrank, bitte, für meinen Garados. Dankeschön. Ansonsten hole ich gegen Starmie gleich, wenn sie das nächste Mal einsetzt, hole ich Raichu einfach raus. Setz du mal wieder Akrobatik ein, das passt schon. Aua. Dürfte ich jetzt meine Hydropumpe auf dich klatschen, bitte? Aua. Dankeschön. Das sieht doch gar nicht so kacke aus. Hätten wir den schon mal besiegt? Wir machen sogar noch ein Level up, das ist schön. 49, auch gut. Raichu erreicht Level 52. Als nächstes Starmie ein. Ich möchte mein Pokémon wechseln und zwar auf mein Raichu, bitte. Hätten wir das also auch? Dann nehmen wir... Nein, ich wollte nicht auf die Z-Kraft drücken. Mein Gott. Donnerblitz wollte ich drücken. Lake. Okay. So, Starmie. Tschüss. Weg damit. Raichu erhält EP, das ist schön. So, hat die noch was? Oder wie ist das? Lamellux. Ah, das ist die Entwicklung von diesem Bubungus, ne? Das war Pflanze. Dann nehme ich Akani. Mein schönes Akani. Da, da, da. So. Dann hol du mal dein, Flammenwurf. So, gut, das, weißt du Bescheid? Gibt Erfahrungspunkte, Smetbo erreicht Level 50 und ich glaube, wir müssten Ute besiegt haben, ne? Ute hat verloren. Ich habe übrigens eine Arbeitskollegin, die heißt Ute, die mag ich gerne. Aber Ute, du bist kein guter Pokémon-Trainer, das ist leider so. Beutel, ich setze mal wieder noch einen Trank ein, damit es Garados wieder gut geht. Ich bin mir nicht sicher, obwohl mit Garados sind wir bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren als, vorreitendes Pokémon quasi. So, dann hole ich mir da doch jetzt mal den. Ein Fluchtseil, okay. Jetzt hier auch noch? Ja, oh Gott, aua. Was war das? Da musste ich auf Pampros, ne? Ach, hier komme ich mit Pampros gar nicht lang. Gut, dann nehme ich den Weg. Huch, hallo. Gut, wieder eine Trainerin. So, Becky fordert uns heraus. Was hat Becky denn dabei? Ein Drissella. Oh, das ist so süß. Ich will das Pokémon noch haben. Das ist so niedlich. Oh, dann können wir ja mal Orkan testen, weil das ja effektiv ist.
Sieht nicht so freundlich aus. Dann nehme ich nochmal Orkan, weil von Eiszahn haben wir nicht mehr so viele AP. Ich hoffe, Lilly treffen wir gleich irgendwie mal wieder. Warum treffen wir Lilly dann eigentlich immer irgendwo? Denn sie sagt immer, sie kommt nach und dann auf einmal ist sie doch vor uns. Oder sie kommt uns halt hinterhergerannt. Aber ich hoffe, sie heilt irgendwie demnächst mal wieder unsere Pokémon. Ein Sneebuna. War das die, das war das die da, da das, Dingens von Sneebel? War ein Eis-Pokémon, ne? Dann wechsle ich das Pokémon nochmal auf Pokémon. So wie die Eltern das immer sagen. Pokémon mal auf Pikachu. Pikachu vor allem. Oh Gott, Akani. Ich war gerade so voll im Elternmodus, wo jedes Pokémon einfach Pikachu heißt. Und, ja. Erzwinger. Okay. Wir bedrohen dich dafür aber. Und wir setzen dafür dann mal den Funkenflug ein. Kreideschrei. Ich stelle mir das im echten Leben sehr ekelig vor. Verteidigung sinkt, ja gut. In der Hoffnung, dass ich dich recht schnell besiegen werde, ist mir das, glaube ich, egal. Dann nochmal ein Flammenrad hinterher. Übernahme. Das sieht voll badass aus, das Pokémon. Wartet auf einen Angriff. Du bist aber trotzdem besiegt. Ne? Hat dir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel geholfen, deine Übernahme. Okay, wir haben Astrainer Becky besiegt. Okay. Haben Geld gewonnen. Ich glaube, wir haben inzwischen ganz schön viel Kohle. Da geht's wieder raus. Müsste da mal von Pampros absteigen. Danke. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, hier ist was. Und der eine Felsen steht da auffällig. Ist da... Ich wollte gerade sagen, der Felsen ist hier auffällig. Warum steht er hier so allein rum? Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, wieder zurück. Dann hätten wir diesen Abschnitt der Höhle ja erledigt. Dann müsste ich kurz wieder auf Pampros klettern. Und hier einmal rüber galoppieren und dann können wir auch schon wieder absteigen. So, hier... Hier war ja sonst nichts mehr. Jetzt haben wir hier wieder ein Diktri. Ich habe gar keinen Bock, wieder gegen Diktri zu kämpfen. Ich flüchte jetzt, glaube ich, mal vor dem Diktri. Ich habe vor allem keinen Bock, dass der wieder Hilfe ruft. So, dann gehen wir hier wieder raus. So. Da ist auch der Wegweiser. Okay, cool. Dann. Oh, guck mal, Lilly kommt uns hinterher. Ich bewundere dich, Wusche. Den Candy von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Da oben saß ein Pokémon. Weißt du was? Ich mach das jetzt. Ich werde diese Brücke überqueren. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr ich davor Angst hatte, die Hängebrücke am Mahalo-Bergpfad zu betreten. Und das, obwohl wirklich in Gefahr schwebte. Wir schlotterten richtig gehend die Knie. Aber die Höhe macht mir nichts mehr aus. Sieh gut zu. Das ist jetzt meine Prüfung. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Hau raus, Lilly. Hey, da unten liegt noch ein Item. Oh Gott. Die scheiß Kramurks greifen sie jetzt bestimmt an. Ey, die arme Lilly. Booyakala. Ha! Toll, wir dürfen jetzt gegen die Kramurks kämpfen, oder was? Wuschel, ich hab's geschafft. Ich hab die Prüfung bestanden. Achso, wir reden einfach nur mit den Kramurks. Na gut.
Ich habe es ganz allein geschafft. Bist du ein bisschen stolz auf mich, Wuschel? Und wie? Hihi, danke. Hey, da hinten stand was auf der Brücke. Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie eine Rast vertragen. Danke, Lilly. Du bist so praktisch. Wir haben immer ein wandelndes Pokémon-Center dabei. Aber keine Sorge, ich habe nämlich genug Hypertränke, Beleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. Keine Angst, da habe ich bestimmt noch irgendwas für dich. Ist hier irgendwas? Nö, nö, gut. Okay, jetzt sind wir hier. Ach Gott, da unten ist wieder sowas. Hier, den müsste ich gerade einmal aufheben. Lalala, ich bin gar nicht da. Was haben wir hier? Steinrätsel. Was ist der Sinn des Ganzen? Ich brauche auf jeden Fall erstmal mein Dingens. Ich kann auch nicht so hundertprozentig sehen. Huch, nicht so weit. Nicht so weit. Nicht so weit, glaube ich. Achso, okay, jetzt habe ich hier einen Stein drin. Jetzt kann ich hier. Jetzt kann ich da. Huch, aua. Geh weg. Flucht. Ich hab keine Lust mehr auf Dicktrief. Achso. Da war, glaube ich, auch noch ein Loch oder so, ne? Ja. Achso, und da wäre jetzt, da ist dann jetzt eine Leiter. Okay, hier ist noch ein Dingens. So, dann kann, Macho meins aber auch wieder absetzen, bitte. Danke. So, ansonsten. Aua. Oh, ein Sedimantur. Das ist natürlich schön. Ich schau mal, vielleicht. Vielleicht haben wir Glück und unsere Hydropumpe lässt das am Leben. Oh, das ist natürlich perfekt. Tarnsteine, okay. Spitze Steine, ja, deswegen will ich auch gar nicht angreifen, sondern dich eigentlich einfach nur fangen. Okay, das geht mit dem Ball voll schnell. Der Sedimantur wurde gefangen. Das ist schön. Wir bekommen trotzdem unsere Erfahrungspunkte. Alles ist schön. Sevaro erreicht Level 53 und ist damit schon voll stark. Und wir kriegen einen Eintrag in den Pokédex für unser Sedimantur. Wir haben das Kiesling sogar auch schon zumindest gesehen. Bei seinen orangefarbenen Kristallen handelt es sich um verfestigte Energie. Bereits ein Splitter könnte 100 Kipplastern als Treibstoff reichen. Okay. Nee, keinen Spitznamen. Und weg damit. Hier geht's auch noch lang. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ach, ist das das, was wir eben von oben gesehen haben? Ist hier sonst noch was? Tatsächlich. Meistens halt, hören diese Gänge ja nicht einfach mit Gras auf, durch das man nicht aus irgendeinem Grund hindurchgehen muss. So, jetzt konnten wir da, glaube ich, eine Leiter hochklettern, ne? Tatsache. Dann gehen wir da doch mal hoch. Aua. Wieder mal ein Golbat, vor dem wir jetzt aber flüchten können, würde ich sagen. Huch, Flucht bitte. Hallo. Solange es im Namen der Forschung ist, bin ich immer und überall zum Kampf bereit, so wie Professor Birk, mein großes Vorbild. Birk. Professor Birk. Wen haben wir denn da? Forscher Jason fordert uns heraus. Mal schauen, was der so
dabei hat, ein Slimog. Yay, was war das? Gift und Unlicht oder so? Ich glaube, dagegen ist von Garados so spontan jetzt nichts effektiv. Ich gehe mal gerade mit dem Eiszahn dran. Was ist eingefroren? Das stört mich gar nicht so sehr. Weil das Slimog fand ich ja doch immer recht nervig eigentlich. So, dann nehmen wir den Eiszahn einfach nochmal. Es wäre auch schön, wenn das noch eingefroren bleibt. Hier Drachenwut, weil Drache geht immer. Was passiert? Okay, nichts passiert, gut. Ist eingefroren. Und dann nehmen wir nochmal die Drachenwut. Die setzen wir so selten ein hier. So, wir müssten gleich auch irgendwie mal speichern zwischendurch, glaube ich, ne? Gut, das Slimog wäre dann schon mal besiegt. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Was kommt als nächstes? Magnezone. Das ist ja eine Elektro-Pokémon. Wir sind gar nicht so geil ausgestattet gegen Elektro-Pokémon, ne? Silvaro ist kein Flug-Pokémon mehr. Also vielleicht haben wir da Glück, obwohl, ja, gegen Elektro ist eigentlich nur Boden so richtig geil, ne? Egal, Silvaro ist auf jeden Fall immer noch das Levelhöchste, was wir anzubieten haben. Deswegen ich das jetzt einfach mal nutze, würde ich sagen. Das sieht gruselig aus. Ich glaube, ich hau da einfach mal drauf. Ich meine, wir hätten halt noch, wir hätten noch Aerodactyl, aber ich glaube, ich weiß nicht, war Aerodactyl ein Flug-Pokémon? Und selbst wenn, es ist ja auf jeden Fall Gestein. Das ist nicht so effektiv, ne? Oder? Ach doch, na gut. Ein bisschen Robustheit, aber gut. Ladungsstoß. Mach mal. Sollte uns ja nicht mehr so großartig... nicht mehr so großartig jucken. Oh, schön. Oh, Silvaro, du bist so putzig. Dann nehmen wir noch eine Laubklinge. So, Schlitz. Und dann hätte sich das ausgemacht, Nezont. EP und Forscher Jason wurde besiegt. So, dann dürfen wir jetzt hier raus. Huch, Trainerin. Oh, die hat uns gesehen. Na gut. Ich gehe mit Entschlossenheit in diesen Kampf. In dem Sinne, los geht's. Alles klar. Mal gucken, was wir da haben. Punkerin Natsuki fordert uns heraus. Ja, dann komm mal her, Natsuki. Was hast du denn dabei? Ein Snowbillycat. Das war jetzt in Alola-Form nochmal was? Unlicht. Na gut. Habe ich jetzt so spontan nichts dagegen dabei. Deswegen kämpfen wir einfach mit normalen Attacken gegen dich. Scheint ja auch zu funktionieren. Was schmiedet es? Oh, es steigert seinen Spezialangriff. Na gut. Wir nehmen noch einen Eiszahn. Snubilikat ist eingefroren. Das gefällt mir ganz gut. Snubilikat wurde aufgetaut. Aua. Ich nehme mal noch die Drachenwut. Boom. So, hätten wir das auch besiegt. Oh, fast ein Level up. Aerodactyl erreicht Level 45. Das ist gut. Kramshef. Das ist von Kramurks die Entwicklung, ne? Dann hole ich doch mal Raichu hervor. Warum auch nicht? Raichu, du schaffst das. Juhu.
Wir nehmen da natürlich unseren Donnerblitz. Und one-hitten das. Sehr schön. Sehr schön. Raichu erreicht Level 53. Das ist nett. Gyarados erreicht Level 50. Das ist ebenfalls nett. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe zwar verloren, aber wenigstens habe ich dabei nur so vor Entschlossenheit gestrotzt. Okay. Ich speichere jetzt zwischendurch mal. Das wollte ich ja eben eigentlich schon machen. Speichern. Ja, bitte. Dann gehen wir mal hier über die Brücke. Ist das die, wo eben einer drauf stand? Jo. Toll, du inspirierst mich glatt zu einem Bild. Ein Bild mit dem Titel, mal überlegen. Ich hab's. Reisende auf Pony. Ach ja, ich bin übrigens Matsurika. Ich bin der Captain hier. Wie dem auch sei, ich war gerade mal wieder auf der Suche nach Inspiration für meine Bilder. Insofern habe ich leider keine Prüfung parat. Der Canyon von Pony ist schon ein echtes Wunder, findest du nicht auch? Wenn du den Canyon durchquert hast, wirst du übrigens sofort verstehen, wovon sich Elima bei seiner Prüfung inspirieren lassen hat. Ach, bevor ich es vergesse, hier ein Andenken an unsere erste Begegnung. Z-Kristall Sylphium? Was ist denn ein Sylphium? Das ist der Z-Kristall Sylphium Z. Hoffentlich bist du für seine geballte Ladung Z-Kraft bereit. Was ist ein Sylphium? Als Captain muss ich mir natürlich so meine Gedanken über meine Prüfung machen. Wie wäre es mit einer Prüfung, bei der man ein Bild malen oder Blumen pflücken muss? Das wäre doch mal was. Dann mach's mal gut. Alola. Okay. Okay. Aber was ist denn ein Sylphium? Kann ich das irgendwie in meinem Beutel nachgucken? Toxium, Sylphium. Die Feenattacken. Ah, okay. Ich gehe hier dann mal rein. Oh, ein Trainer. Na gut. Punker Jules fordert uns heraus. Hat der denn dabei? Ein Pandagro. Bin mal gespannt, was für ein Herrscher-Pokémon wir hier dann treffen. Was für ein Typ. Bedroher von Gyarados wirkt. Gut, dann. Pandagro, was war das? Das war Kampf-Pokémon, ne? War der Kampf-Pokémon? Ich glaube, das war Kampf-Pokémon. Nee, Unlicht, 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 Unlicht. Ist alles nicht so geil. Eigentlich. Knirscher. Gegen so ein paar Typen wären wir tatsächlich echt nicht gut vorbereitet. Ich hätte halt einfach auch gerne noch eine stärkere Drachenattacke und nicht nur Drachenwut. Aua. Verteidigung von Gyarados sinkt. Ja, das soll vorkommen. Nehmen noch mal den Eiszahn. Nochmal Knirscher nimmt er. Gut, weiß gar nicht. Weiß das mit Gyarados? Ja, gut. Dann hole ich Smetbo. Huch, auf was habe ich gedrückt? Achso, gut. Käferbrumm. Brumm, brumm, brumm. Sehr schön. Hätten wir das also auch. Smetbo macht ebenfalls ein Level-Up-Session. Smetbo haben wir auch schon seit ganz von Anfang an dabei. Genauso wie unser Raichu. Sehr schön. Punker Jules wurde besiegt. Gut. So, ich schau mal, ist hier noch irgendwas Tolles? Hier draußen dürfte mich ja gerade eigentlich... Hier ist wieder eine Brücke. Ich sollte vielleicht Gyarados mal gerade wieder beleben.
Toppeleber da einsetzen. Garados, bitte. Dankeschön. Dann geht's dem nämlich auch wieder halbwegs gut. So, oh Gott, da unten stehen noch voll viele Trainer. Müssen wir da überall noch lang? Gottchen, können wir hier über den Baum gehen? Das ist ja voll geil. Ich mag's hier. Kann ich hier hinziehen? Kann man über Bäume gehen? Ich höre Dinge. Okay, hier kann man sowohl hier lang gehen, als auch da runter. Ich schau mal gerade, ob es hier wieder irgendwo... Okay, hier ist so ein Runterspring-Ding. Aber warum? Um das Gras zu umgehen? Oh, da hinten liegt was, tatsächlich. Und zwar ein Hyperheiler. Das ist doch mal schön. Sonst... Oh, da ist noch ein Trainer, den ich gerade tatsächlich, glaube ich, gerne umgehen würde. So. Hier... Ah, hier ist der Wegweiser. Okay, dann geht es scheinbar hier runter. Denke ich mal, zu den 20 Millionen Trainern da unten. Kann ich hier auch noch lang? Okay, hier geht's hier rein. Oh, wieder ein Steinrätsel. Machu Ma... Ah, I see, wir können uns hier... Das ist perfekt, dann kann ich auch eine Aufnahmepause machen. Weil dann haben wir uns hier nämlich eine Abkürzung geschaffen, dass wir hier direkt wieder lang können. Das passt... Oh, Zigarrenkern. Das passt perfekt. Dann will ich mich nämlich für heute bei euch verabschieden. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme, wo wir uns hier dem Tunnel weiter widmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Pokémon Sonne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.